So, guten Morgen, Tag. Ja, fast schon guten Tag. Ja, es geht weiter wieder mit unserer Streamer-Geschichte hier. Wir versuchen immer noch, oder ich suche immer noch nach dem idealen Deck für das neue Ikoria Standard. Ich will mal gerade ganz kurz schauen, ob hier alles gut läuft. Das scheint da so tatsächlich der Fall zu sein. Und ja, ich habe tatsächlich ein bisschen, ich muss ein bisschen die Musik für meine Ohren leiser machen. Ich habe noch ein bisschen gebastelt vorhin, und zwar an diesem kleinen Deck. Achso, ich mache mal so, dass ihr auch mal sehen könnt. Haha! Und zwar Azorius Flyers, ein Deck, was mich, ja, wo ich schon länger drauf Bock habe. Und zwar wegen Skycats Sovereign hauptsächlich. Eine 1-1 für 2 Mana mit Flying, und diese Kreatur bekommt +1/+1 für jede andere Kreatur mit Fliegen. Und dementsprechend haben wir halt alle anderen Kreaturen, haben uns erstmal Fliegen gemacht. Healer's Hawk als One-Drop, Spectral Sailor als One-Drop. Dann Fairy Guide Mother, ebenfalls als One-Shot, kann aber auch ja, ein Pump-Spell sein fürs spätere Spiel. Tomek, einfach Overstats, Flyer, ein bisschen Removal mit Glass Casket und Froggify. Brazen Borrower, eindeutig halt einfach nur als Value. Epyrian Eagle, einfach nur zum Pumpen. Genauso wie wir hier eine Mu Yan Ling drin haben, um Flieger auch aus dem Weg zu räumen. Banishing Light für alles andere. Zephara Sky's Blade ist tatsächlich ja, unser Payoff in einer gewissen anderen Weise. Denn wenn wir natürlich ganz viele Flieger haben, also wenn wir 4 haben, genau genommen, ja, können wir sie für ein Mana beschwören, was sie natürlich deutlich besser macht, als wenn sie einfach so spielt. Ich bin noch ein bisschen überlegen, ob wir nicht tatsächlich eher Dovins Vetoes noch reintun und dann noch Unbreakable Formation. So, ich würde sagen, so probieren wir es mal. Und wie gesagt, ich habe es gerade erstmal selbst zusammengeschustert. Ich hatte mir eben noch eingefallen, kurz bevor ich hier zum Stream angefangen, bevor ich hier mich jetzt hingesetzt habe, dass ich ja eigentlich noch das Flyers-Deck auf jeden Fall ausprobieren wollte, weil das gerade mit Skycat Sovereign doch sehr, sehr cool aussehen könnte. Leider haben wir keine favorable Winds. Und das ist, das nenne ich jetzt einfach mal solide, und das können wir auch mal keepen, würde ich sagen. Und wir schauen einfach mal, wie das Ganze läuft. Wir haben Jeskai wieder. Okay, dann Hallowed Fountain untapped und Healer's Hawk. Oh, ein bisschen die Musik leiser, glaube ich. Temple of Enlightenment für unseren Gegner. Wir greifen an. Und dann würde ich sagen Island und Skycat Sovereign. Teferi Bonds. Da wird gerade nochmal nachgelesen. Ja, so bisher heimlicher Favorit ist tatsächlich Jeskai Control, unter anderem wegen Teferi. Der tickt hier allerdings ab. Das ist interessant. Will ihn wohl erstmal behalten. Okay, was können wir hier? Wir können Empire Eagle spielen. Das sollte reichen, um Teferi zu killen. Wir können ihn bouncen und face gehen. Aber ich möchte eigentlich schon den Lord auch hier draußen haben. Dann Hallowed Fountain, untapped, Imperial Eagle. Ja, wir müssen aber beide auf Teferi schicken. Bedauerlicherweise. Dafür ist Teferi down. Und in der Theorie fehlt uns auch noch ein Flyer, um Zephira rauszuhauen.
Shatter the Sky, okay. Damit müssen wir natürlich rechnen. Und da wäre Saphira gewesen. Leider etwas spät. Aber man kann es ja, weiß ja immer erst später Bescheid. Wir haben schon zwei Brazen Burrow, da brauchen wir jetzt keinen dritten mehr. Und dann spielen wir direkt mal Sky Sovereign. Sky Cat Sovereign. So ein Ein-Mana-Counterspell, so ein Spell-Pierce wäre halt richtig geil. Okay, spielt Narset. Draw und Punch. Killt hier Sky Sovereign. Untapped Land, darauf habe ich ein bisschen gehofft, denn jetzt können wir Narset bouncen. Und uns Brazen Borrower offen halten, für in unsere Runde zu spielen. Oder halt Dovins Veto, um die Narset zumindest loszuwerden. Das ist auch der Vorteil, wenn man dann tatsächlich Blau und gerade Azorius hat. Okay, Narset. Okay. Okay. Findet ein Shatter the Sky. Okay, dann spielen wir Brazen Burrower. Gegner Brazen Burrower, unser Brazen Burrower. In Ordnung. In der Regel, ja, also wir können alles Flash spielen, von daher, also außer Healer's Hawk, den wir jetzt wirklich nicht spielen wollen. Ja, pass the turn. Narset tickt nach oben. Teferi Time Reveler, den möchten wir gerne countern an dieser Stelle. Passing. Brazen Burrower. Combat. Machen wir uns mal die Narset hier weg und beenden den Zug. Temple of Epiphany. Scryde 1. Scryde to the top. Elsbeth conquers death. Ja, resolved erstmal. Möchte ihn exilen, wir. Achso, warte mal. Ich dachte, wir können ihn selbst noch bouncen. Aber okay. Passed. Wir spielen einen Brazen Borrower. Imperial Eagle. Sollten wir uns erstmal behalten. Narset. Draws Punch. Untapped Land und ja. 3 Mana, also offen für alles Mögliche zu
Neutralizen. Wir können mittlerweile Sephara hardcasten, was sehr gut ist. Ja, Healer's Hawk. Gucken, ob wir gecountert werden. Wir werden nicht gecountert. Und Brazen Borrower. Okay, returnt sich den Teferi. Bounces Healer Hawk. Uptick für Leben und Life Gain. Nochmal eine Narset. Nochmal Uptick. Was kommt denn jetzt? Nichts mehr, okay. Castle Ventress. Probieren wir es nochmal mit Healer Hawk. Und Sephara. Die Frage ist natürlich, was macht man gegen Narset, ne? Das ist so die große, große Frage. Weil sie scheint wirklich super stark zu sein. Also, Shatter the Sky. Okay. Hätte ich ja noch vorher angegriffen, ehrlich gesagt. Imperial Eagle. Imperial Eagle. Combat. Auf Teferi. Shatter the Sky. Okay. Und Narset für Days. Okay. Glass Casket bringt uns jetzt gerade nicht so viel. Können Spectral Sailor mal eine Karte ziehen. Temple of Enlightenment. Unbreakable Formation bringt uns jetzt so nicht viel. Ja, next turn. Ja. Okay. Und da haben wir schon eine Win-Condition gefunden. Oder unser Gegner hat eine gefunden. Das heißt für uns, wir können conceden. Ich würde fast sogar schon sagen, wir müssen ein bisschen mehr in die Flash-Richtung gehen. Ich glaube, wir sind zu Creature-fokussiert. Tomek zum Beispiel ist nicht so stark. Glass Casket ist auch nicht so stark. Fairy Guide Mother erstmal raus. Dovins Veto rein. Und ich bin fast verleitet. Absorb. 3 Mana Counterspell. Ja, wir probieren es mal aus. Was soll's. Weil das gut an Absorb ist und auch tatsächlich über Neutralize, was natürlich normalerweise die bessere Option wäre, wegen dem Cycling, ist, mit dem Life Gain hatten wir auch was gegen Aggro zumindest. Aber mal schauen, wie es läuft.
Okay. Hydro LOL. Das ist eine langsame Hand, aber okay. Ja. Ein Island und wir halten uns den Spectral Sailor offen. Okay. Sacred Foundry für unseren Gegner. Das könnte schon wieder Jeskai sein. Unbreakable Formation. Ja, wir spielen ein Plains, greifen an und lassen uns diesmal Dovins Veto mal offen. Oder auch nicht. Gut. Castle Ventress. Ja, Attack. Bist du auf dem Live-Klienten? Nein, ich bin bei dem Early Access Streamer Event. Ich weiß gar nicht, ob Ikoria schon live ist tatsächlich. Ich glaube, das kommt erst im Laufe des Tages tatsächlich raus. Ja, wir halten uns das offen. Das sieht mir schwer nach einem Jeskai-Deck wieder aus. Mountain für unseren Gegner. Und Chandra, Acolyte of Flame. Naja gut, wir haben uns den Counterspell offen gehalten, um einen Planeswalker zu countern. Dementsprechend bin ich auch hier, um genau das zu tun. Combat. Dann Skycat Sovereign. Oh nee, fuck. Das habe ich verkackt. Ach. Ja gut, auf der anderen Seite, ich habe auch nur ein weißes Source. Ich habe irgendwie gedacht, da wäre noch eins. Und wir könnten uns noch das Dovins Veto aufhalten. Seatash Octopus wäre tatsächlich auch noch sehr geil in dem Deck. Deafening Clarion, ja, das haben wir verdient. Und da wäre sogar unser Payoff gekommen. Ja. Und jetzt spielen wir das Wartespiel. Chandra, Acolyte of Flame. Dovins Veto. Spielen unser Land und beenden den Zug. End of Turn könnten wir Castle Ventress aktivieren. Aber bis dahin halten wir uns erstmal noch ein bisschen unsere Optionen. Ja, genau, Top Deck aktiviert. Ich hoffe, wir finden nochmal was. Oder auch nicht. Dann Scry 2. Brazen Borrower. Ja, komm. Nehme ich. Und passen wieder. Omen of the Sun macht sich hier zwei Tokens, so wie es aussieht. Ja. Greift an. Macht zwei Schaden. My turn. Ja, ich meine, wir brauchen eine Threat. Weil unser Mana jetzt gerade sowieso nichts anderes zu tun. Bouncen wir einen Token. Spielen Brazen Borrower. Okay, Healer's Hawk ist interessant. Aber wir greifen erstmal an.
Fire Prophecy. Wollen wir das countern oder verzichten wir auf unseren Brazen Borrower? Ich würde fast sagen, wir countern das. Und dann beenden wir den Zug. Gegen unendlich viele Deafening Clarions und andere Sweeper muss man sich ja, also sollte man nicht alles direkt ausspielen. Ich glaube auch der Sephara, ich glaube wir müssen mehr One-Drops spielen, damit wir die Karte besser spielen können. Okay, Unpredictable Cyclone. Wird hier einfach so frech gespielt, ohne dass irgendwas passiert. Ja, attackiert für 1. Wir ziehen eine weitere Sephara. So, was macht der? If you cycle another land card, draw a card. Ach nee. Ach ja, stimmt. Das war das, wo du wo gesucht wird nach einem gleichen Typ von. Okay. Attacke für 1. Dann spielen wir Healer's Hawk. Und halten uns das Unbreakable Formation offen für einen eventuellen Sweeper. Aber Jeskai scheint wirklich the way to go zu sein. Wieso? Ach so, weil er den. Okay. Ja. No Blocks. Ja, my turn. Spectral Sailor. Er greift, also wir haben noch 2 Runden Zeit, quasi das Ding hier fertig zu machen. Durch den Trampel können wir nicht so viel machen, tatsächlich. Das ist ein Problem. Wir haben auch keine Removal- oder Bounce-Option, leider. Wenn wir jetzt Unbreakable Formation machen, wir 4, 5, 6 Schaden. Halten wir in der nächsten Runde 1, 4, 5. Bei 11 Schaden. Ich glaube, dann greifen wir jetzt an, halten uns das Unbreakable Formation offen für nächstes Mal. Wir können nämlich dann immer noch Spectral Sailor Ende des Zuges quasi reinflashen. Und dann gucken, dass wir da vielleicht noch den Rest mit reinkriegen. Ja, und beenden den Zug. Aber von dem ganzen, von diesen ganzen Mutate-Creaturen und Riesenviechern und so weiter, hätte ich auch nicht gedacht, dass Cycling das Größte sein wird. Scheint momentan die stärkste Strategie zu sein, wirklich. Aber das macht, das, also, Cycling, Jeskai Cycling macht auf jeden Fall mega Spaß. Muss ich einfach mal so sagen. Okay, greift an für 8. Yep. My turn, okay. Das heißt, wir Spectral Sailern. Gehen in unser Zug. Skycat Sovereign macht leider gerade so nix. So, jetzt überlegen wir gerade mal. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Fehlt uns jetzt genau ein Schaden, habe ich verrechnet. Scheiße. Naja. Wir sind hier, um das zu machen. Ah, das ist uns wieder. Okay, wäre so oder so egal gewesen. Schade eigentlich. Dann sagen wir an dieser Stelle Good Game und verabschieden uns. Ha, 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 ha. Also ich glaube, woran wir auf jeden Fall noch arbeiten können, ist an dem Interaktionspackage. Also noch die richtige Mischung zu finden aus Counterspells und Instant Removals. Ist jetzt in den Farben jetzt auch nicht so geil. Aber ja, das ist halt was wir noch so ein bisschen herausfinden wollen würden. Und Mu Yangling hat man noch gar nicht gespielt. Deswegen... Ah, das Castle Ardenvale ist natürlich nicht so geil an dieser Stelle. Ich würde fast sagen, wir haben Mulligan das genau aus dem Grund. Wir können nicht Turn 1. Oder probieren wir es mal aus. Ja, das kommt halt leider immer... Ja, komm, nee, wir keepen das mal. Wir keepen das mal und hoffen einfach mal noch, dass wir ein Plains finden. Temple of Deceit. Vielleicht das Dimir Flash Deck. Das wäre aber interessant. Mittlerweile bin ich auch froh, gegen irgendwas anderes zu spielen als gegen Jeskai Control. Aber zugegebenermaßen haben wir gestern auch sehr viel Jeskai Control gespielt. Also es ist, glaube ich, bisher wirklich das Deck, was ich am liebsten mag. Kollege Scryte hier. Wir finden einen weiteren Island. Okay. Dann Spectral Sailor. Instant Speed Removal. Frage ich mich. Ja, mach mal hin, ne? Excusez-moi. Ah, danke. Ich schätze mal, wir brauchen den Brazen Borrower. Auch wenn ich super gerne jetzt für den Empyrean Eagle die White Source raus hätte. Ja, wir brauchen ein bisschen Interaktion zumindest. Passing. Cunning Night Bonder. Ja. Ich muss sagen, dass die Mir Flash Deck, das hat mich jetzt im Moment noch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Wir haben es gestern auch ein bisschen gespielt. Und ich habe nicht so viel. Ah, das ist ein Dual Land. Aber. Wollen wir Mulang Yangling runterholen? Was können wir da machen? Wir können keinen wirklichen Flieger rauskriegen. Also wir können... Ne, wir können nichts. Wir können da nichts leider rauskriegen. Okay, dann Tempel. Diese Tempel slowen einen wirklich leider sehr
down. Also. Ja. Ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, wie viable Agro-Decks im neuen Set werden würden. Wir können ja vielleicht gleich mal gucken, ob wir Mono Red uns irgendwas zusammenschrauben. Einfach nur aufgrund dem, was wir bisher. Also quasi, wir nehmen das aktuelle Standard Mono Red und versuchen es einfach mal zu upgraden, so gut es geht. Aber es gibt nicht so viele Mono Red Creatures, die so interessant wären, meine ich. Unser Gegner lässt sich auf jeden Fall gut Zeit. Ja. Flasht jetzt wahrscheinlich wieder entweder Slither Wisp oder wie der heißt rein oder halt den, ja okay, den Cunning Knight Bonder. Fabled Passage. Und greift an. Alles klar. Ja, was machst du denn? Okay, wir haben einen Absorb gezogen. Das könnte sich als praktisch erweisen. Aber wir haben jetzt auch endlich eigentlich unser weißes Mana unlocked. Aber wir spielen auch gegen ein Flash-Deck. Das heißt, wir können uns eigentlich den Counterspell offen halten. Und dann, wenn nichts kommt, Brazen Borrower spielen. Ja, wir beenden den Zug. Gegner crackt sich hier in Fabled Passage. Für ein Island. Wir beenden den Zug. Mal gucken, was der Gegner macht. Er will doch jetzt gewiss noch irgendwas reinflashen. Ist ja auch kein Flash-Deck, wenn er nicht am Ende des Zuges noch irgendwas reinflashen möchte. I know you want it. Cunning Nightbonder Nummer 2, der darf resolven. Sea Octopus, den würden wir gerne absorben. Ja, warum denn nicht? What? Was ist da gerade passiert? Ich dachte, ich hätte diese Kreatur gecountert. If you cast the matured cast, put it under the. Ja, gut, wenn der natürlich sowieso die Kreatur kriegt, dann hätte ich mir das natürlich auch schenken können. Okay. Weil das jetzt kein Spell war, oder was? War das das Problem? Naja. Dann spielen wir mal einen Healer's Hawk und halten uns das Mana offen für Brazen Borrower.
Ja, vielleicht ist es auch nicht so geil, mit One-Drops zu arbeiten. Sea Dasher Octopus. Auch wieder nur gespielt, also. Ja gut, ich meine, auf der anderen Seite, warum soll er auch mutaten? Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich einen von den beiden loswerden. To be honest. Ja. Quench. Das wäre vielleicht noch ein guter Spell in unserem Re also zum Blocken. Nehmen wir 8. Ja. Wir haben, glaube ich, leider keine Möglichkeit, da jetzt noch hinterherzukommen, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen mit Counter Magic offen. Okay, Sky Sovereign. Sky Cat Sovereign. Okay, countered Sky Sovereign und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir dann 4, 8. Ja, nee, sind wir schon. Wir können noch ihn blocken, würden dann noch 6 bekommen, kriegen 2 zurück. Also wir sind technisch gesehen noch nicht tot, aber sehr, sehr nah dran. Und das macht's dann auch schon. Gehen wir noch mal in die Liste rein. Also Sea Dasher. Den müssten wir eigentlich schon auch spielen. Und ich glaube, dann cutten wir ein bisschen was von unseren One-Drops. Wobei uns dann auch irgendwann. Nee, eigentlich können wir auch gar nicht so viele. Wir können jetzt auch nicht alle Kreaturen cutten, das funktioniert auch nicht. Wie viele Länder haben wir eigentlich? 24. Probieren es mal mit 22 Ländern. Es ist halt schwierig, so wirklich jetzt zu sagen, was wir denn brauchen. Sky Sovereign oder Sky Cat Sovereign möchte ja, dass wir so viele Kreaturen wie möglich draußen haben. Und dann machen wir uns halt sehr, sehr angreifbar für. Für einen Sweeper, würde ich sagen. Und es ist fast schon. So ein Fairy Duelist vielleicht? Und dann noch zwei Quench. So, wie viele Kreaturen haben wir dann? 24 Kreaturen. Da müsste doch auch eigentlich was dabei sein, oder? Ja. Let's try it again.
Let's try this again. Okay, was haben wir hier? Ja, das ist, glaube ich, keepable. Ich glaube, wir müssen die Castles cutten. Ich glaube, die bringen bei uns nicht so viel. Castle Ventress. Fabled Passage für... Ein Swamp, also. Interessant. Dovins Veto. Passing. Plains. Und. Stone Coil Serpent. Okay. Passing. Dann spielen wir Fairy Duelist. Unbreakable Formation. Ich denke mal, wir mutaten hier. Legen den Seedasher Octopus oben drauf. Kommen für zwei. Ach, fuck, der hat Reach. Hehe, ups. Das wollte ich nicht machen. Wow, Strider. Ja, das hat uns jetzt sehr viel gekostet. Und dass wir kein Mana ziehen, hilft jetzt auch nicht dabei. Oh Mann, ey. Einmal nur für eine Sekunde nicht aufgepasst. Witch's Oven. Und Stone Coil Serpent für 2. Kommt für 3. Ach, Empyrean Eagle. Und ja. Das können wir conceden. Ach, wie dumm. Stone Coil Serpent ist echt ein Underdog, muss man sagen. Also, ich habe in den seltensten Fällen tatsächlich als eine schlechte Kreatur in Erinnerung. Und dementsprechend kann man den, glaube ich, je nachdem wie das Meta ist, so als gute Möglichkeit, gerade gegen ja, fliegende Kreatur oder gegen zu viel Multicolored, was jetzt mit Dreifarbigkeit natürlich auch noch dazu kommt, echt schön mal reinnehmen. Ja, ist eher reaktiv, würde ich sagen. Aber mal gucken, was uns erwartet. Unser Gegner nimmt Mulligan auf jeden Fall. Und die Frage ist, ist er zufrieden mit seiner zweiten Hand? Ist er das? Ja. Wir spielen Temple of Enlightenment. Unbreakable Formation. Nee, wir brauchen gerade eher eine Kreatur.
Blood Crypt, Knight of the Ebon Legion. Wir sehen einen Brazen Borrower. Das gibt uns noch mehr Turn 2 Plays. Dreadhorde Butcher. Ja, den countern wir mal. Castle Ardenvale, passing. Okay. Okay. Pumpt, wir bouncen. Castle Ardenvale, passing. Knight of the Ebon Legion kommt wieder. Und auch ein Dreadhorde Butcher kommt wieder. Temple of Malice. Greift an. Lassen wir durch. Kriegt einen Counter. Und dann würde ich sagen, spielen wir Brazen Borrower. Hyperion Eagle. Sea Dasher Octopus auf den Brazen Borrower. Diesmal lassen wir den Brazen Borrower aber oben. Attackieren für 3, ziehen eine Karte. Bedauerlicherweise nichts wirklich Gutes. Fire Prophecy, das können wir countern. Und er hat noch ein Fire Prophecy. Okay. Wenn wir Mu Yangling spielen, minus 2 ihm geben, greifen die mit 2 an, werden wir auf 2. Ja. Let's try it. Ich muss auch sagen, Mu Yangling ist jetzt auch nicht wirklich eine absolute Höchstleistung. Pumpt den Knight of the Ebon Legion. Ja. Gibt uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ach, aber wir... Es passt nicht, dass wir auch was Gutes nachziehen, ist die Frage. Nochmal ein Mu Yangling spielen bringt es jetzt auch nicht. Aber es gibt uns auf jeden Fall erstmal einen Zug, würde ich fast behaupten. Oder wir spielen den Sea Dasher Octopus Flash und ziehen eine Karte beim Angreif. Dann haben wir aber keinen Flieger. Ugh, the struggle, the struggle. Okay. Gehen mit beiden auf mich. Okay. Machen wir uns einen 4-4er. Empyrean Eagle, Skycat Sovereign. Aber ich glaube, wir sind so oder so trotzdem tot.
Murderous Rider, ja. Yeah. Good game. Und Concede. Ja. Es ist eine schwierige Mischung aus Tempo-Deck und Control-Deck. Was auf jeden Fall weiteres Research bedarf, würde ich sagen. Also Sorius Flyers. Gut als Idee. Also auf dem Klemmbrett ist es, glaube ich, eine ganz gute Idee gewesen, das versuchen zu spielen. Faktisch bin ich nicht so überzeugt, ehrlich gesagt.